Luftangriffe möchte ich doch lieben gerne mal ausprobieren. So, gucken wir noch, was das hier ist. Wir müssen irgendwas bezahlen. Nachfrage nach Fans und Medien steigt. Die Anzahl von Medien, Menschen, die fernsehen, wächst stark und einige Sender wurden ins Leben gerufen. Wie soll die Operation Berserkerwind mit der Branche arbeiten? Substantive TV-Stände besteuern, einmischen. Stimmt dem Projekt substantive Fernsehen in der Region zu und der Schutzvertrag steigt. Kostet 5, wahrscheinlich gab es eine Stadtkosten, nehmen zu 70%. Besteuern das Ganze. Nur 25% Einmischinvestierung eine Stadt in Sendung, um ihr Erfolg zu berichten. Da ist er rum. Ach, Sender besteuern, aber passt schon. Bietet unmoralische Menschenmöglichkeit, sich illegal zu. Ja, ist ja schon gut. Ist ja schon gut. Illegal, Korruption. Damit muss man leben an dem Stelle. So, Angriff, wunderbar. Dann machen wir noch ein paar Kontrollstationen. Ah, wunderbar. Angriff gemacht. Herrliche Natur. So, was ist hier los? Der von automatischen Luftangriff hatte bei dem Gebiet getroffen, aber auch Todesopfer unter den Zivilisten geworden. Wie soll damit reagiert werden? Oh Gott. Entschuldigung. Der Schutzrat singt leicht entschuldigen dafür. Entschuldigen, verschleiern, herunterspielen. Nee, wir entschuldigen uns dafür. Tut mir leid. Kann mal passieren, dass wir jemanden bombardieren. Haha, wunderbar. Wir treiben sie zurück. Wir treiben sie zurück. Ich glaube, ich bin. Es funktioniert. Sie können irgendwo anders hin. Hier ist die Bastion. Also müssen sie ins umkämpfte Gebiet. Oh ja. So nicht anders muss das sein. 12. Wir können nicht noch mal eine machen. 1, 2, 3. Wir haben vier Stück. Wir haben 4 Soldaten. 1, 2, 3, 4. Ja, wir haben 4 Soldaten. Okay. Was haben wir noch? Wir können noch mal was angreifen. Ich sehe gerade draußen, haut mein Tisch halber ab. Luftangriff erhöhen, das brauchen wir nicht unbedingt, nein. Jetzt haben wir Unterstützung, Regierung, was haben wir hier? Zivilbevölkerung haben wir ziemlich viel gemacht, Regierung haben wir noch ziemlich wenig gemacht. Wie wird Strategiegespräche? Natürlich. Wenn wir noch mehr Unterstützung bekommen, ist das natürlich wunderbar für uns. Und überall werden Klos gebaut, Tibi. Die Menschen können frei aufs Klo gehen. Rebellen in Delta Kilo finde ich. Die Rebellen wurden im Kampf vollständig zerstört, denn sie waren von der Operation besser gewinnt umzingelt und konnten keinen Nachbarn Gebiet erreichen. Tja, herrlich. Das wollte ich doch erreichen. So, was ist hier los? Es wird immer deutlich, dass ein feindlicher fremdes Land die Region destabilisieren will. Sie unterstützt die Rebellen mit Männern und Geldmännern. Wie sollen wir damit vorgehen? Wir aber zum Beispiel Gegenangriff, dezenter Druck. Wir brauchen also ein Außenministerium, okay. Öffentlich beschuldigen. Dann brauchen sie ja Geld, wie es ausschaut. Dann warten wir kurz noch. Da haben wir Amt. Haben wir ein Amt in der Regierung? Außenamt, nicht mal das können wir uns gerade leisten. Nicht mal das können wir uns gerade leisten. Okay, einmal hier hin. Und einmal hier rüber hin. Wir müssen ganz kurz warten. Wahlen stehen bevor. Wahlkampf läuft bereits, um die Abstimmung beginnt. In 3 Monaten. Rebellen werden versuchen, sie zu stören und die Wahlbeteiligung zu senken. Schützen möglichst viel der Bevölkerung, das machen wir. So. Dezenter Druck. Das wäre was. Das wäre doch was. Wir haben doch irgendwo Außenamt entwickeln. Dankeschön. Wenn wir das entwickelt haben, können wir sozusagen einen dezenten Druck machen. So. Dankeschön. Insofern diplomatische Kanäle wurden genutzt, um das feindliche Land zu bewegen, die Unterstützung der Rebellen zu verringern. Dankeschön. Das finde ich herrlich. Oh, wir haben wieder was bombardiert. Ja, was so ist. Das kann schon mal passieren. Kontakt mit Rebellenführer. Warum? Du verärgerst die Rebellen? Na, verschieben. Komm, wir sind so gut gerade dabei. Was müssen wir mit denen jetzt reden? Also, das passt schon soweit. Muss ich nur endlich mal zurückziehen. Wir haben ja eigentlich nichts mehr außer dem Bereich da hinten. Lieferketten für Ernteträge wurden effizienter. Tiefkühlung und weitere Verbesserung der Lieferketten bedeutet, dass 75% mehr der hiesigen Erzeugnisse verkauft werden können, was das Einkommen der Bauern in der Region erhöht. Das ist doch schön. Das freut mich doch zu hören. Jetzt können wir noch Überwachungsdrohnen, brauchen wir nicht. Volkszählung, boah, das wäre auch noch eine schöne Sache. Aber machen wir mal entlegenen Kontakt aufbauen hier, damit die auch weiter weg sind, zu uns gehören. Also wie es ausschaut, ist eh der Großteil gerade hier drüber hin. Also wir bombardieren. Wir machen gerade eigentlich genau alles richtig, so wie es sein muss. Demokratische Wahlen stehen bevor. Eine erfolgreiche Wahl steigt deinen Unterstützungsgrad und deinen Ruf. Rebellen
drohen aber, die Wahl zu stören, und eine misslungene Wahl hätte mir schwerwiegende Konsequenzen. Wie soll die Operation Berserkwind vorgehen? Volle Wahn. Es ist das Versprechen der Operation Berserkwind, um in der ganzen Region Demokratie durchzusetzen. Du hast 5% Wurzelwürfe, werden die Wahlen stören. Eingeschränkte Wahlen? Wahlen wird nur in sicheren Gebieten abgehalten, aber das lässt die Operation Berserkwind schwach aussehen. Du verlierst einen Ruf. Und 2% Wahrscheinlichkeit dabei entstören. Wahl verzögern? Naja, komm, volle Wahlen. Wir sind uns sicher, dass funktioniert alles. Und sie ziehen sich alle zurück, so wie es ausschaut. Das gefällt mir doch. Das gefällt mir sogar sehr. Unterstützt die Industrie mit mehr Straßen, Kommunikation, komm, Elektronik. Die haben noch keine Elektrik bisher, die Leute. Und hier, weites Gesundheitswesen. Da bin ich doch immer zu haben. Müssen wir mal gucken. Wir können ja gucken, wie es gerade los ist. Also die bauen alles auf und auf. Das ist ziemlich viel Parteilose hier. Das ist aber nicht so gut, also. Da müssen wir noch was machen. Da müssen wir noch was machen bei den Parteilosen, aber an sich ist ja alles schon mal gut. Oh, was ist hier los? Position wählen. Also bauen mit 3. Oh, das können wir gleich machen. Lieben gerne baue ich hier eine Garnison hin. Hahaha. Je mehr Unterstützung, umso glücklicher bin ich. Hallo, ich noch mal. Was soll denn der Schwachsinn hier? Überraschungsangriff in Delta Kilo. Eine neue Gruppe von Rebellen wurde gesichtet. Sie sind von einer nahegelegenen Rebellenbasis gekommen. Nutze Drohnen und Truppen, um sie zu finden. Ja, direkt Truppen schicken. Es passt schon. Wir schicken direkt Truppen hin. Was soll es an der Stelle? Aber apropos Drohnen, wenn die wirklich so hilfreich sind, was soll es? Kaufen. Dann fliegen halt mal immer ein paar Drohnen in der Gegend rum. Kommt sonst echt niedrig. Was haben wir hier momentan? Kriegst... Herr bietet Unterstützung gefunden an. Ein lokaler Kriegsherr ist auf dich zugekommen und hat dir die Gegenbezahlung und Schutz und Unterstützung für die Operation Berserkwind angeboten. Mit der Operation Bergbahn. Gott, zum Stein, was haben wir gibt den Kriegsherrn? Was will die Anzahl örtlicher Feinde wird verringert? 13% Wahrscheinlichkeit Korruption steigt. Verhaften. Klagen den Kriegsherrn gegen Korruption an. Natürlich, scheiß drauf. Wegen Korruption anklagen. Wunderbar. So nicht alles muss es sein. Sag mal, es ist jetzt schon wieder los. Kontakt mit Rebellenführung? Nein, machen wir nicht. Das machen wir nicht. Aber hier ist schon wieder Unruhe. Das quält mir ganz und gar nicht, du. Das ist überhaupt ganz und gar nichts. So, du gehst hier rüber hin. Und du gehst hier rüber hin. Damit die wieder in eine Richtung gedrängt werden. So, Zivilisation. Ich müssen wir noch ein bisschen besser machen, würde ich mal behaupten. Hier, guck mal, Landstraßen. Ist auch immer gerne gesehen. Und Landrechte. Komm mal, soll es. Baut euch hoch. Ich will 100% haben, glaub, bombardiert hier noch ein bisschen was, soll's. So, jetzt bin ich gespannt, sie können irgendwo hin. Und wir haben gerade etwas in die Luft gejagt, finde ich schön. Finde ich auch mal toll. Was haben wir hier? Korruptionssteigerung. Örtliche Bevölkerung, 15%, was haben wir hier noch alles? Internationale Unterstützung kaufen. Warum nicht? Stabilität in der Region ist immer gerne gesehen. So, das war doch schon mal etwas. Das heißt, du kommst wieder hier hin. Du kommst dorthin. Genau. Wo? Ah ja, herrlich. Guck mal, hier kommt noch jemand hin. So als Unterstützung so quasi hinten rein. Und ihr kommt hier rüber hin. Und greift das letzte Lager hier oben an. Wunderbar. So, Militär. Was können wir noch alles machen? Wir können die Zeiten verbessern. Gibt dem Boden der Hardware frei. Zivile Bevölkerungsunterstützung. Yep. Noch mehr Garnisonen werden gebaut. Yep. Jetzt lassen wir es einfach nur noch krachen. Ah, guck mal, unser Platz sieht doch richtig schön aus. Sieht's passt und hat Luft. Dauert das alles ein bisschen länger hier momentan. Aber wir werden es auf jeden Fall schaffen. Wir werden durchkommen. So, hier weiter vorrücken. Das ganze Ding ist nämlich stabil bis zum Umfallen. So. Es wird immer deutlicher. Aha. Die Zentertruck nochmal ausüben. Ist echt gut, dass wir hier so quasi an Unterstützung rankommen. 11 Stück. Ich wollte gerade sagen, mach das Hauptquartier mal hier oben fertig, weil... Ah, bevor sie abhauen können. Ich wollte gerade sagen, jetzt sind wir jetzt gerade noch rechtzeitig unterwegs hier. 16. Können wir so schon was machen? Ich möchte kein International mehr haben, ich möchte auch nichts mehr haben.
Hier, Korruption ist hier nicht erlaubt bei uns. Das akzeptieren wir einfach nicht. Und neue Angriffe, so wie es ausschaut. Oh, Menschheitskinder. Bedrohen. Naja, verschieben. Aber wir müssen vielleicht demnächst brauchen würden, aber für den Anfang, nein. Militär haben wir jetzt auf Maximum gestellt, das ist schon mal gut. Zivilbevölkerung muss noch etwas hochgepusht werden, damit sie schlussendlich uns freundlich gesinnt ist. Ja, minus 3. Das gefällt mir nämlich ganz und gar nicht hier momentan. So, einmal nach dort rüber. Einmal nach dort rüber. Ich würde sagen, jetzt da hinten sind sie schon wieder untergebracht. Hört auf, die eigenen Leute so abzuschlachten. Gibt's ja gar nicht. Wo wollen die jetzt hin? Ernsthaft? Hier rüber. Okay, dann einmal hier rüber, einmal hier rüber. Dann so rüber und so rüber. Was ist hier los? Gefängnisse vor in Betracht gezogen. Bei der Prüfung stellt sich heraus, dass das regionale Gefängnissystem weit unter internationalem Standard ist. Neue Richtlinien zum Umgang mit Häftlingen und Wirken der Justiz werden vorgeschlagen. Wie wird die Operation Berserkerwind reagieren? Keine Reform. Vollständige Reform. Machen wir einfach besser. Passt schon. So, was brauchen wir noch alles? Senkt Risiko. Natürlich. Wenn wir schon mal Angriff machen, dann sollen wir das Risiko senken. Damit Zivile getroffen werden. Das wollen wir natürlich nicht erreichen. So, was ist hier los? Wohltäter. Die große Wohltätigkeitsorganisation und NGO sind bereit, mit Operation Berserkerwind zusammenzuarbeiten, um die Region zu stabilisieren. Wie dürfen sie arbeiten? Erlaubt Wohltätigkeitsorganisationen ohne Einschränkungen zu arbeiten. Sie bringen die kostenlose Aktion über Zeit, aber jeder erhöht deutlich Inflation und Korruption. Beschränkter Zugang. Wohltätigkeitsorganisationen brauchen bürokratische Abläufe, um Unwirtschaftlichkeit zu begrenzen. Bringen die kostenlose Aktion über Zeit, die Inflation wird schon leicht erhöht. Oder nur finanziell. Beschränkter Zugang machen wir jetzt mal. Passt soweit. Okay. Dann, ihr geht hier rüber hin. Im Schwieder ist aufgeschlagen. Sage mal. So. Unterstützung in dem Bereich. So. Was können wir noch machen? Da kann man nichts machen. Aber wir können ja gucken, dass wir noch sagen: Hey, guck mal. Berufsausbildung. Die wird euch bestimmt auch freuen. Die Frage, wo zieht ihr jetzt hin? Meine Freunde, jetzt wo zieht ihr jetzt hin? Danke für eure finanzielle Unterstützung von Operation Berserkwind und der neuen erbildenden Entwicklungsbank für das Geschäft. Wunderbar, das ist schon mal schön. So, hier, das könntest du nicht hin, das könntest du nicht hin, heißt, ich treibe es immer mehr zurück an der Stelle. Das ist richtig gut. So, einmal hier rüber. Ihr bleibt hier, ihr bleibt dort auf jeden Fall. Wir müssen noch gucken, dass wir das Militär noch ein bisschen verbessern können. Was haben wir denn hier? Die Kampfstärke von Soldaten durch Drohnentechnik. Finde ich gut. Finde ich sogar sehr gut. Ich kann gerade sagen, da war davor noch keiner, aber okay. Ja, hallo? Nur keine Panik. Das kriege ich mal alles hin. Fremde Gegner schützen Rebellen. 90%. Ja, Gegenangriff machen. Jetzt reicht's aber. Die Vereinigte Nation hat die Rebellen die Geldmittel und Männer leicht gestrichen. 1-2. Rebellen Polizei gesenkt. Das freut mich doch schon mal richtig gut. Schon wieder was hier drüben. So, wunderbar. Die sind auch weg. Das heißt, jetzt können wir hier angreifen. Und hier drüber nach vorne rekrutieren. So, was möchtest du jetzt? Kontakt mit der Band. Bedrohen. Wir tun nicht mit Rebellen sympathisieren. Auf keinen Fall sogar. Diesbezüglich werden wir jetzt auch sagen, zack, unsere Drohnen werden verbessert, damit sie noch effektiver, sie noch besser töten können. Ich meine, es ist überall gerade stabil, also ich kann mich nicht beschweren für den Moment. Zumindest für den Moment. Wie wär's denn noch mit die Regierung? Boah, Regierung irgendwas noch machen? Städtische Gebiete und Landwirtschaft kriegen hier überall einen Boost. Es gibt nicht mehr viel, was hier gerade los ist. Was uns irgendwie böse kommen könnte. So, was haben wir hier? Eine Garnison hier aufbauen, natürlich. Baut alles voll mit Garnison. Da sage ich nicht nein dazu. Ich liebe es, überall Garnison zu haben. Aber jetzt haben wir nämlich dann quasi der Großteil der Leute für uns.
Was haben wir hier hinten? Neuer Park vorgeschlagen. Die Bevölkerung in Alfianchi wollen einen weitläufigen neuen Park mit Garten, öffentlichen Versammlungsorten und einem Spielplatz für Familien bauen. Dies würde als klares Zeichen für Fortschritt in der Region gesehen werden. Wie sollen wir vorgehen? Projekt billigen. 70% Kosten nehmen zu. Stimmenwerk zu. Unterstützungsgrad leicht. Stimme dem Projektbau unter strengen Aufsicht. Unterstützungsgrad steigt leicht. Kosten 4. Unter Aufsicht, würde ich mal sagen. Yep, passt. Unter Aufsicht dürfte das liebend gerne bauen. So, und immer noch gibt es Leute, die nicht zu uns wollen. Dann schaut doch mal her, wenn ich jetzt Telekommunikation Nummer 2 für euch erforsche. Yippie! Das müsste euch doch mehr als gut gefallen. Ich meine, mittlerweile, die kommen eh nicht hinterher mit allem. Achso, das hatte ich nur ausgewählt. Wollte ich gerade sagen, ist da irgendwas in dem Gebiet? Das wäre nämlich nicht schön. So, und jetzt müssen wir Versorgung mit sauberem Wasser steigt dramatisch an. Verbessert die Wasserversorgung in der Region. Finde ich schon mal gut. Finde ich schon mal sehr gut. Was will ich jetzt noch sagen? Guck mal hier. Neue Straßen bauen. Zack, Kampf gegen Kinderlähmung. Bingo. Also, wenn ihr jetzt nicht auf meiner Seite seid, dann weiß ich auch nicht. Dann verstehe ich euch echt nicht, Leute. Na, was haben wir denn jetzt schon wieder? Kontakt, wir bedrohen sie nochmal. Ich brauche keinen Frieden. Die Rebellen, pah, als ob die uns irgendwas können. So, können wir irgendwas noch machen, regierungsmäßig, Propaganda. Oder sonstige etwaigen Sachen. Ich möchte gerne das haben, Volkszählung. 13. Das fände ich jetzt richtig gut, wenn wir Volkszählung machen könnten. Okay, was ist hier noch dann? Blattlausbefall. Wirkt sich auf Ende aus. Beraten gibt den Bauern einschränkend praktische Tipps zum Umgang mit dem Befall. 6% werden zerstört. Pestizide. Ja, Pestizide. Was soll's. Alles gut soweit. Rebellen? Na. Das lassen wir so gar nicht zu, dass hier Rebellen sind. Ich will gerade sagen, das ist eine Operation. Die kriegen wir auch so ohne Probleme hin. So, Volksierung gemacht. Ich glaube, sonst haben wir nichts mit 4, oder? Nein. Wir haben hier nicht mehr viel in dem Sinne. Wahlen stehen bevor. Yep, und ich schütze alles. Ich schütze alles so gut wie ich kann. So, ihr geht wieder hoch. Und ihr geht in die Region wieder rein. Wir müssen die Kontrolle über alles behalten. Das machen wir natürlich auch, wenn wir hier sagen, tun der Zivilbevölkerung Unmengen helfen. Es ist ja nicht mehr viel, wo nicht auf unserer Seite stehen. Also von dem her, und noch ziemlich viel, die parteilos sind. Das ist das Einzige, was mir gerade so ein bisschen Probleme bereitet. Aber gut, was soll's. Die kriegen wir auch noch hin. So, guck mal hier. Die Regierung ist sogar noch freundlicher zu euch. Oh, China hat auf dem Mond seinen Rover gelandet. War auch nicht schlecht. Volle Wahlen. Was soll es? Wir müssen uns nicht irgendwie zurückhalten. Das Einzige, was wir machen müssen, ist eigentlich nur die Leute auf unserer Seite zu bewegen. Strom der Stufe 2 wäre natürlich auch noch was. Landwirtschaft, Medizin. Nope, wir machen das hier. Hauptstraßen weiter ausbauen. Dies soll ein wunderschöner Start werden. Neues Museum vorschlagen. Yep, unter Aufsicht natürlich. Immer alles unter Aufsicht. 1500. Das sind noch nicht alle auf unserer Seite. Also warten wir kurz, bis wir noch die richtige Kohle haben. Dumm, Dankeschön. Kontakt, bedrohen. Drohen einfach weiter. Wir können ja Gespräche machen. Ach stimmt, wir können ja mal Gespräche machen. Gucken, was dann passiert. So quasi dann der Abbruch vom Ganzen. So zivil. Hier gibt es sogar jetzt noch mehr Strom, Leute. Wird überall aufgebaut. Aber wir können sogar reinzoomen, sehe ich gerade. Kraftwerke, auch wie süß. Man sieht sogar, wo was gemacht wird. So, was können wir noch alles machen? Korruptionsschutz hier, Autobahn ausbauen. Manche haben noch gar keine Landwege, aber trotzdem bauen vor allem Boom in den Ziegenwirtschaft. Ziegen sind und Sieg! Yippie! Mit der Operation Berserker konnte die gesamte Region im Jahr 2014 stabilisiert werden und die Rebellen wurden besiegt. Die Menschen haben nun Hoffnung.
Unter meiner wunderbar sozialen Führung haben sie es geschafft. Sieg. Viele 0%. 58 Züge, Schutz 85%, Stabilität 100%. Normal 149 Ruf. Gesamt 2800. Das ist doch schon mal schön. Sag's weiter, das muss ich nicht machen. Das ist doch wunderbar. Regierungsstatistik. Korruption. Ja, ist ein bisschen nach unten. Geldtechnisch. Die Rebellen hatten mal ihre Hochphase. Frieden, ja, Rufstabilität. Wie ich sagen, geil. Okay. Operation Besser gewinnt war ein voller Erfolg. Und auf geht's zur nächsten Operation, aber das in der nächsten Aufnahmerunde. Bis da, Dorf, ich hatte viel Spaß beim Zuschauen und es würde mich freuen, wenn ihr nächste mit dabei sein könntet. Macht's gut, und wie immer. Tschüss.